Welche Eindrücke konnten Sie heute sammeln hier in Erfurt? Also ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht emotionalisiere wie alle anderen, weil eigentlich werde ich dafür bezahlt, die Dinge rational zu sehen. Und muss aber ganz offen sagen, es war absolut faszinierend. Es hat mich auch gepackt, also ich muss mich zurückhalten. Es ist eine absolut gigantische Story, mit der die Marke wie aufgeladen wird, mit der die Marke wie bekannt gemacht wird. Und es ist natürlich ein absolut faszinierendes Live-Erlebnis, was die Leute mit nach Hause nehmen. Also die Geschichte, die heute geschrieben worden ist, ist gigantisch. Nicht nur für Arthur Abraham und Imre Shapur, sondern letztlich auch ein Quantensprung für die Marke wie durch die transnationale Übertragung Armenien, USA, Deutschland, halb Europa. Also insofern die Marke wie ist bekannt. Die muss jetzt nur noch erklärt werden, weil sie erklärungsbedürftig ist. Aber genau das werden wir tun und werden damit den Blue Chip entwickeln. Ja, apropos also, Emre Şükür, wo kommt der Junge her? Aus München, der Herr Emre. Die hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen heute hier. Ja, er hat seinen 6. Kampf gehabt, 6. Profikampf und 6. Sieg. Super. Man muss dazu sagen, er ist super physisch austrainiert, er ist technisch überdurchschnittlich gut begabt und hat eine Motorik, die absolut perfekt ist. Liegt daran, dass sein Vater WBF-Profi-Leichtgewichts-Weltmeister von 2002 ist. Zwar sein Vater ist aber sein härtester Widersacher, Konkurrent und Quäler. Also das heißt, der bringt ihn schon so weit, dass das, was wir für 2019 planen, umgesetzt wird. Nämlich in Las Vegas, was die Vision von den Elis ist, einen WM-Kampf umsetzen. Und wenn wir den umsetzen, dann wird er auch gewonnen. So ist es.